Nach dem Abgang von Sebastian Rode wird Borussia Dortmund womöglich zeitnah den nächsten Reservisten los. Stürmer Alexander Isak könnte den BVB in Richtung Besiktas verlassen. Ein Bericht von Fotomac zufolge beschäftigt sich der Club aus Istanbul intensiv mit Isak. Eine erste Kontaktaufnahme sei bereits erfolgt, ein Leihgeschäft denkbar. Besiktas Präsident Fikret Orman wolle im anstehenden Wintertransferfenster einen Mittelstürmer an den Bosporus nutzen und halte Ausschau nach einem jungen, entwicklungsfähigen Profi. Das trifft auf Isak ohne Zweifel zu. Der 19 Jahre alte Schwede galt bei seinem Wechsel zum BVB im Januar 2017 als neuer Ibrahimovic, konnte sich aber in Dortmund nie durchsetzen. Unter Trainer Lucien Favre kam er in dieser Saison zu keinem einzigen Einsatz bei den Profis, stand stattdessen nur in der Regionalliga-Mannschaft des BVB regelmäßig auf dem Platz. Isaks Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2022.